Hey Leute, willkommen zurück zu Observer. Da ist es, Chiron. Ja, wir sind gerade in Adams Verstand, zumindest der, von dem wir denken, dass es Adam ist. Aber er sagte, er existiert noch, also er ist noch da, obwohl er tot ist offensichtlich. Aber er sagte auch, wir sollen nicht in seinen Verstand eintauchen. Wir sollen etwas suchen, das Sanctuary heißt, das Sanktuarium, das Heiligtum. Okay. Ich meine, das ist gerade eine Erinnerung, ja, und trotzdem ist es so krass strukturiert. Chiron, Hauptdatenspeicher, ernsthaft? Wir können jetzt hier in seinem... Okay, in seinem Verstand. Oh, na toll. Ich kann's nicht hacken. Hoppala. Ja, schön jetzt. Was? Ich wollte gerade sagen, woher soll ich den Code haben? Das geht doch gar nicht. Ja. Ach, fuck. Oh, wie gut. Wie soll ich das steuern? Adam? Willkommen in Adams Erinnerungsschutzsystem. Du siehst das, weil du Dinge sehen willst, von denen ich nicht will, dass du sie siehst. Halte dich fest und genieße deine letzte Fahrt. Bereit, ruhig, sterben. ETF? ETF? Münze einwerfen. Was? Münze einwerfen. Ja, wie denn? Pass auf deinen Kopf auf. Oh Gott. Oh nein. Was? Die Tetris-Symbole zerquetschen mich, oder was? Scheiße. Oh nein. Oh, wie gemein ist das? Aber du musst ja auch erstmal rechnen. Hä? Alter. Was? Nein! Ich muss hier springen, okay. Oh, wow, das ist ja super. Okay, lass mich raten, das wird immer krasser, oder? Aber ich meine, die Tetris-Dinger habe ich doch gar nicht erwischt. Aha. Wow. Ganz schön. Ganz schön krass, sag ich mal. Das ging jetzt gar nicht mehr. Was ist jetzt los? Oh Gott, das war die Spinnen, oder? So elend. Oh Leute, das ist fies. Ich muss jetzt hier das mit den Spinnen quasi, mit den Münzen, ja? Ich weiß ja gar nicht, wo ich lang muss. Oh Gott. Das ist gemein. Oh, das ist echt gemein, Leute. Ich weiß halt gar nicht, wo es hier hingeht. Bin ich überhaupt richtig? Was ist, wenn ich...
Oh nein! Oh nein! Wie mies ist das denn? Oh, komm schon, lauf! Nein! Oh, was? Das Auto hat ihn zerfetzt! Ja! Synchronization. Administer Synchrazine. Du Scheiße, was war das gerade? Woher sollen wir den Code haben für Adams Verstand? Den können wir doch nie rauskriegen. Na komm, gib dir Synchrosin, los! Warum machst du das nicht? Oh, das ist das widerlich, oder? Oh, shit. Okay. The Trap, der hat den auf den Pfahl gespießt, den Kopf? Yes. Synchrosin injected. Strain level decreased. Ich will den Kopf mitnehmen. Oh, sieht das brutal aus, ne? Der hat die gerade abgerissen. Warum glitzern die Haare immer so hier? Ja, was mache ich jetzt? Wir kommen da nicht rein. Ich gebe mir nochmal Synchrosin. Das ist schön. Die Person, die beteuert, Adam zu sein, erwähnte einen Ort namens Sanctuary. Falls die Möglichkeit besteht, dass er dort ist, muss ich diesen Ort finden. Aber wo? Und wie? Aber wie? Wie soll ich das finden? Ich meine, wir wissen ja nicht mal, wo wir anfangen sollen. Er sagte ja nur... Oh. Okay. Sanctuary. Ich glaube nicht, dass Sanctuary hier unten im Keller irgendwo ist, in den Kanälen. Oh ja. Hast du das? Ekelhaft, ekelhaft. Was? Was sollen immer diese Geräusche? Hier ist doch gar nichts mehr. Ich meine, Victor ist tot. Es sei denn, die Nanophage ist real, Leute. Was? 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 Oh, ich bin doch nicht so richtig wach. Ich bin auch Halbschlaf. Könnt ihr mal aufhören, mich jetzt mit sowas zu konfrontieren, bitte? Das tut mir nicht gut. Ungesund. Boah, wenn dieses Vieh aus den Albträumen jetzt wirklich wahr ist und wirklich da rumrennt und Leute tötet, dann ist Victor nicht das einzige Monster hier gewesen. Fuck it. Hier ist wahrscheinlich gar nichts, ne? Er bildet sich das nur ein. Da ist gar nichts, Daniel. Da ist nichts, komm. Mach dich nicht kirre. Irgendwas, was gar nicht existiert. Ah, wie sie auch überall aussieht. Lecker, lecker, lecker. Köstlich. Ja, und jetzt euch alle. Oh! Was? Was? Alter Mann, du drehst langsam ein bisschen durch, glaube ich. Als wäre das hier alles so normal, was du erlebst. Ich hätte mich schon längst aus dem Fall zurückgezogen, auch wenn es um meinen Sohn geht. Mein Gott. Ist er halt tot. Ich habe das schon ewig nicht mehr gesehen. Ach, kommt mal wieder ein schönes Foto. Lukas. Der Lukas.
sieht. Okay, ich gehe einfach weiter jetzt. Mir egal. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Bin ich glasgeschützt? Was soll das sein? Wird ja immer besser und besser hier unten. Hauptsache, wir sind mal aus diesem blöden Apartmentkomplex raus. Das hat mich ganz kirre gemacht mit diesen ganzen Anzeigen in der Luft. War echt nicht schön, du. Aber es ist ja auch ein C-Bezirk. Ich hätte gerne mal die B- und A-Bezirke gesehen. Wahrscheinlich ist das schon ein bisschen... Fuert. Ne, Fuert. Fuerte. Feuer. Ne, Fuego ist... Macht egal. Ist egal. Spanisch. Schon ein bisschen her. Lass mich raten, ich bin jetzt wieder direkt draußen. Sanctuary! Ja, was für ein Zufall! Was für ein Zufall, dieses Sanctuarium, ne? Wer hätte das jetzt gedacht? Das ist direkt... Ist ja auch ein bisschen zu einfach jetzt, oder? Aber wie es hier aussieht, guck mal, Mann. Was ist das? Was, warum müllen die hier alles zu, die Leute? Soll man meinen, in der Zukunft haben sie bessere Abfallentsorgungsmethoden. Man, Schweden hat es geschafft, seinen Abfall komplett zu beseitigen. Habt ihr das gewusst? Ja. Schweden hat es geschafft. Polen offensichtlich nicht, wie es aussieht. Oh Gott, wie es hier aussieht, Mensch. Das ist ja widerlich. Aber trotzdem hier drin noch ganz, naja, nicht manierlich. Singen die auch noch? Hä? Guck mal, das ist ein Geländer. Das wird nur projiziert, wenn man hinläuft. Krass. Ach, das ist alles so ein bisschen unwirklich gerade, oder? Das kann doch nicht wirklich sein. Das ist nicht die Realität. Sebastian! Daniel! Das ist nicht die Realität. Was für alte Rechner das sind. Das sieht aus wie so ein C64. Okay. Okay, ich weiß nicht. Das endet bestimmt nicht gut hier alles. Das ist... Na? Good evening, sir. Welcome to the Sanctuary Salon. Please state your full name. Ja, Daniel Lazarski. Daniel Lazarski. Identity confirmed. Subscription status active. Thank you, Mr. Lazarski. Your capsule is ready. Ich glaube, die hat einen Hirnschaden, die arme Frau. Die blinzelt die ganze Zeit. Was? Meine Kapsel? Ist das hier so eine virtuelle Existenz, die wir dann haben? So wie in Soma vielleicht, dass unser Gedächtnis gespeichert wird? Und unser Körper... Wird dann gelöscht, oder was? Was ist hier los? Adam? Okay. Ah, ist nicht so hell. Ah. ETF. Das ist alles Chiron. Ich meine, ich vertraue dem Laden nicht. Das ist Chiron. Wow, sieht das krass aus. Oh, ist das krass. Da ist da irgendwo so ein Baum. Irgendein Display. Alter Schwede, sieht das toll aus. Adam. Das ist Adam. Adam. Oder so. Yes. I know it's hard to believe, after all you've seen, but I need you to trust me on this. We don't have much time. What about the body I found?
It's complicated. What you found wasn't me. Not anymore. But I'm here right now, and I need your help. If you're my son, prove it. How would I do that? Just try. Tell me something only we would know. Mountain hunting. Eh? What? When I was a child, you would sometimes wake me up before dawn. We'd go down to the river and watch the sunrise together. Hoping for that smog to clear just enough that we could see the mountains. It never happened. Of course. But we kept trying, didn't we? Yeah. You were hiding here in the stacks. Yes. When they terminated my project, I hid where they wouldn't look for me. In time, I found people who were willing to help me. I managed to retrieve most of my data and carry on with my research. What were you working on? Imagine if all your thoughts, your memories, everything that defines you could be transferred into a digital realm, to exist long past your physical body, beyond limitations, beyond sickness and death. Beyond being human, just to keep existing. Sounds like a living nightmare. You haven't changed, have you? I knew you wouldn't understand, but you will, soon. I promise. Helena saved your research and smuggled it out of Cairo. Yeah. So we got her killed. Yes. And Amir, too. It wasn't a part of the plan, but I had to. The project was too important, Dad. What about the surgeon? What was his angle? Yeah, Jack. He admired what I was trying to accomplish. Actually, I think he wanted to be me. Also ist er an allem schuld. I still don't see how this place. Aber er ist verantwortlich. He doesn't. That's why we didn't see him coming. He was an unforeseen factor. A convenient tool. Yeah. When did you become this digital ghost? When the splicer came for me, I had to improvise. Managed to get out before it was too late. Hoping they couldn't follow me into the web. But they could. They came after me with a virus. A hunter-killer algorithm. It's eating through my defenses. If they break down, I'll be gone for good. How can we stop it? We can't. I tried masking my signature, but it was too late. If I could bust out of the building's internal network, I might be able to outrun it. So we need to lift the damn lockdown. The source of the signal is well protected. It's like the mother of all firewalls. Which is only one option. A manual override. That's where you come in. Where does the signal come from? I couldn't pinpoint the exact location, but I've narrowed it down. It seems to have originated in the adjoining building. The high rise? Yeah. I think it's the epicenter of all this madness. Signal appears to be coming from the upper levels. And Dad? Watch your step. Chiron still has control over that place. And you. Not anymore. Yeah, that's what you think. The more you struggle, the harder they try and get into your head. Oh, this just keeps getting better. Darkest before dawn. Which reminds me, once you get out, follow the light. Okay. Das wird immer verwirrender. Also das hier ist quasi dann nur so ein Datenspeicher. Und Chiron, die sind die ganze Zeit am Manipulieren, was unseren Geist angeht, unseren Verstand. Ja, kein Wunder, dass wir solche crazy Shit sehen. Ich meine, wir arbeiten doch für die, dachte ich. Aber wenn Sicherheitsdienste privatisiert werden durch eine Firma, ist das halt immer gefährlich. Ich weiß ja nicht. Da muss man auch damit rechnen, dass sie einen da... Was? Ein Hotel ist das? Hat dieser Ort hier, wie lange der schon leer stehen muss, ich meine. Ist das nicht ungewöhnlich? Was? Hä? Was?
Ich kann meine Sicht nicht benutzen. Ja, you should follow the light, hat er gesagt. Follow the light. Follow the light. Ist das Licht gemeint? Ich meine, hier die Treppe rauf, okay. Mhm. Aber leider nicht gut lesen. Oha. Ja, nett hier oben, ne? Was? Oh, was? Das ist ein Aufzug? Alter Schwede, das ist... Das ist, ja. Unerwartet. Was die hier nochmal aufziehen, das ist ja der Wahnsinn. Ich dachte, wir haben schon alles gesehen, so rein optisch, aber jetzt geht's nochmal richtig los. Hallo? Warum mit Hirnschaden? Die hat, glaube ich, echt einen Hirnschaden, die Arme. Die grinst die ganze Zeit so debil. Muss was kaputt sein bei ihr. Das ist so verrückt, dieses Spiel, Mann. Aber ich kann doch in meinen Apparat hier reingucken, ja? Hier ist sie, die Quelle all diesen Wahnsinns. Was auch immer die Abregung verursacht hat, lauert hier. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Ist trotzdem alles wieder so unwirklich. Was zum Fuck? Wer ist das? Hallo? Ich kann leider nichts. Oh doch. It really is the fucking Phage. Okay. You've been exposed anyway. Keep it together. Die Genophage. Das ist, so sieht das ja dann aus, ja, wenn die. Mhm. Remove your implant. Ja, geht schlecht. Quarantine. Nanofag Outbreak. Nanophage Outbreak. Is someone out there? Help me, please. Hä? Wie soll ich denn helfen? Da. What's going on here? Why are you people in capsules? They've locked us in. Those bastards. We're not even sick. Let us out. How do I open the capsules? I think there's a control room nearby. Just follow the light. I'll do what I can. If you can't help me, please. My son is still out there. His father, he's gone insane, delirious. I'm afraid he might do something to our boy. You can't let that happen. If I can find him, I'll get him out. Thank you. You've always been such a good boy. What did you say? WTF? Oh, jetzt ist sie natürlich weg. Ja, natürlich ist sie jetzt weg. Das war alles nur eine Halluzination. Leute, ich würde sagen, ich mache mal hier Schluss. Ich weiß, das ist wieder ein bisschen kürzerer Part, aber ich glaube, so lang wird es nicht mehr gehen. Nur der Part wird dann zu lang, wenn ich jetzt weitermache. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Wäre schön, wenn ihr das Video bewertet und einschaltet zum vielleicht schon Finale von Observer. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.